Ich lese nun aus dem Buch Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk das wunderschöne, fast schon autobiografische Gedicht Stupor. Dein Blick saugt sich fest an der nicht enden wollenden Parade der Körperteile. Stundenlang lädst du dich auf. Irgendwann schleichst du keuchend davon, zurück in deine verklebte Wohnung. Schwitzende Hände fangen sofort an zu pumpen. Dein Spargel schreit nach Erlösung. Stich ihn heraus, stich ihn heraus! Doch du kannst melken und melken. Du legst den Sumpf niemals trocken. Vom ranzigen Sud verschmierte Hände zittern vor unstillbarer Gier. Kochendes, blutendes Verlangen tötet jeden Gedanken. Wundgelegen, blökst du wie ein sterbendes Tier. Du kannst deinen Blick nicht mehr wenden von deinem zerfetzten Johannes. Moment. Du kannst deinen Blick nicht mehr wenden von deinem zerfetzten Johannes. Psychotisches Erwachen in ranziger Bettstatt, vom sauren Nachtschweiß getränkt. Fassungslos schaust du herunter auf deinen blau gekeulten Beutel. Deine hässlichen Augen brennen. Du hast sie aus Versehen ins Gesicht gespritzt. Spastisches Zucken im Stupor. Du flehst in höchster Not, wenn nun endlich jemand käme, dir die Arme zu... Oh Gott, jetzt reicht's, oder? Dir die Arme zu brechen. Jetzt reicht's. Warte, noch eins. Ganz am Ende liegst du da mit gebrochenem Becken und versuchst mit letzter Kraft, dich am Gips zu reiben, festgeklebt am eigenen Schmand. Das ist doch schlimm. Eine Sekunde. Zuckst du noch ein, zwei Tage, bis die Masse endlich hart wird und verkrustet. Dann kommen bald schon die Männer und hauen die Placken ab mit großen Stöcken. Und damit, was ist das, Wolf? Und damit, danke Wolf, herzlich willkommen zum Livestream Game One heute Abend live mit Heinz Strunk. Hallo! Oh Gott. Ich fand, das war eine gute Einleitung. Das war eine gute Einleitung. Wessen jetzt geht's nur noch aufwärts. Ja. Man muss unten anfangen. Es ist hart. Wer kam auf die Idee, Heinz Strunk zu feiern nochmal? Ne, das war doch gut. Heinz Strunk ist großartig, aber es ist groß. Ich kannte das nicht. Da trinkt Uke noch und jetzt trinkt er gar nicht. Viele Leute haben jetzt ihre Mitteilung. Ja genau, wir sind übrigens, herzlich willkommen zum Game One Livestream zur 200. Sendung. Wir alle sind hier. Und es sind noch mehr Leute da. Und wir haben einen Delay von circa 10 Sekunden. Wir gucken jetzt gleich das Viva-Programm. Beziehungsweise wir gucken das jetzt schon. Wir gucken es eigentlich schon die ganze Zeit. Wir haben alle eine neue Lieblingsserie, Degrassi, The Next Generation. Aber das ist doch Quatsch, und da habt ihr das auch verzögert gucken. Das ist ja live. Dann gucken wir auch alles verzögert. Ja. Wir müssen dann wahrscheinlich selber einfach ein bisschen später das sagen, was wir eigentlich sagen wollen. Oh, die kämpfen noch nicht. Oder früher. Wir müssen es früher, bevor es passiert, müssen wir es eigentlich schon sagen. Ja, ich glaube auch. Na, Trant, wie geht es dir? Ja, ich bin ein bisschen müde, aber ich schaffe das schon. Simon, erzähl uns nochmal, was genau hier passieren soll. Wir werden jetzt die 4 Stunden gucken, angefangen mit der 200. Und wir werden... ab und zu das Mikro hinherreichen. Man versteht euch nämlich nicht, wenn es nicht vor euch liegt. Und dann wird zum Beispiel der Jay sagen, wie scheiße es ist für uns, Jay-Animationen basteln zu müssen. Er ist hier als Jay-Animation. Es sieht aber lebensecht aus. So gut sind wir. So gut hat er sich selbst gemacht, ja. Ja, und ansonsten, es wird immer wieder, die Leute werden durchwechseln. Also auch die Leute, die hier sitzen, passend zu den Folgen. Es wird spätestens ab 10 garantieren für nichts mehr. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. Hauke ist süß, genau. Und um den Beweis zu starten, dass wir live sind, lesen wir ganz kurz vor. Eddie, sag doch mal als Operator. Okay, ich lese ein bisschen aus dem Chat vor. Also Anja hat gerade schon geschrieben, Hauke ist süß. Lukas schreibt, Simon, man versteht dich nicht. Ah, cool. Sehr gut. Yeah. Wink mal, Eddie, schreibt Julian. Haben wir eigentlich auch Frauen im Chat? Also einfach Anja, nur mal, außer Anja. Das ist ja wie Readme. Anja war ungefähr, ne? Ficken. Ach, das darf man nicht. Ach so, ich meinte, es ist in der Zeile verrutscht. Was wird denn eigentlich bei Readme immer gefragt? Gunnar, wie cool, schreibt Jan. Wie gefragt. Der ist cool. Ich will dieses Buch. Wird richtig gut, ja. So viel, also der Chat funktioniert. Ich glaube, das ist ignorieren.de. Trant, du siehst müde aus. Trant, du bist hauptverantwortlich für die letzte 200. Folge, die wir jetzt gleich sehen. Lebst du noch? Ja, ich lebe gerade noch so. Ey, tu das weg hier, frag mal den Gunnar. Und Gunnar, hast du die 200. schon gesehen, die aktuelle Folge? Ja, klar. Und bist du froh, dass du nicht mehr dabei bist? Ich kann nicht, mach mal hier. Ich kann nichts Positives sagen. Och, Gunnar, das ist gemein. Fängst du denn irgendwann jetzt wirklich mal an, oder? Naja, das ist das Fernsehen. Wir haben das Fernsehen nicht unter Kontrolle, wie wir seit 5 Jahren Bescheid wissen.
unter Kontrolle. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Ich bin so gespannt. Guck doch mal den Bildausschnitt an. Sind wir das? Hallo? Nee, das ist Deichkind. Wir wären gerne Deichkind. All eyes on Deichkind. Ey, wer ist denn schon verzögert? Hallo Pepper! Tschüss Pepper! Ey, wollen wir nicht das Live-Bild mal filmen? Das sieht bestimmt saulustig aus. Können wir machen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Man wird einen Computer sehen. Nee. Ja, auf dem aber live. Ach so. Aber dann wird es so ein... Aber den Computer in dem Computer in dem Computer in dem Computer. Es geht jetzt los. Mein Gott, Magie. Vor 200 Jahren hätten sie uns dafür verbrannt. Das Lustige ist, wir haben uns ja vorgenommen, dass keiner durcheinander redet, sondern nur der redet mit dem Mikrofon. Funktioniert einwandfrei, oder Uke? Das ist fantastisch. Ich bin wieder sehr begeistert. Wir kriegen einfach immer alles hin, weil wir so gut sind. Das ist Professionalität, kannst du nichts gegen tun. Okay, ich habe gerade eine Aufwertung bekommen. Eddie, 50 nee. Kommentare pro Minute. Ist okay. Eddie, du kannst eben live rappen. Ja, Eddie. Wieso ich soll live rappen? Der Blick war gut. Eddie muss live rappen. Komm, Eddie. Ich war in Seckbach drüben, in der Bodybuilding-Schule. Da lacht mich einer an. Ich bleib natürlich cool. Ich mein, ich bin nur mal ein T-Shirt und so Kerle sind gefragt. Also sag ich Hallo Mäuschen, was ich angesagt. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Ingo! Ingo, sag mal irgendwas. Mach mal auf Text. Mach mal auf Text. Was darüber hinaus heute die 200. Supershow von Game One. Prost. Mit Prost. Man sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht. Jetzt ist, da ist er. Ganz links im Bild, das ist Ingo. Sag nochmal was. Der Mann klingt wie Ingo. Ja, willst du hier hin? Ja, irgendwie. Oh, Entschuldigung. Es wird hier wirklich zunehmend enger. Nimm mal an, das ist. Ach so, sind wir schon, ja. Hallo, das liebe Freunde. Ist Ingo. Herzlich willkommen hier zur 200. Show von Game One. Was mir dazu einfällt ist, da machen sie ein Best-of. Und fragen viele Leute, sag mal, was ist dein Lieblingsbeitrag? Und ich... der wirklich alle 200 Beiträge mehrfach gesehen hatte, wurde nicht ein einziges Mal gefragt, welchen Beitrag ich denn eventuell gut finden würde. Darf ich sagen, warum? Oh, es geht gleich los. Tut mir leid. Jetzt geht's los. Aber es liegt daran, dass du nicht im Verteiler bist. Du bist nicht im Mail-Verteiler. Wir haben es vergessen. Ich brauche ein Bier. Öffner. Ja. Das ist wohl schon vorbei. In der nächsten Werbepause wird Ingo eure Kommentare sprechen mit der Game One Off Stimme. Oh ja, das wäre schön. Live. Nachher. Oh da. Man hört nichts. Siehst du, kann ich auch. Hey, wir müssen den Fernseher lauter machen, ganz ehrlich. Nee, dann hören die Leute uns draußen. Nichts, Leute. Ja, wir wissen doch, was sie jetzt so sagen. Die sagen Hallo. Jetzt im Mikro. Eddie, du Schlaumann. Aber man kann das doch nicht gucken dann. Kommt doch eine Rückkopplung und dann ist irgendwie das Internet. Ja, wir wissen aber schon grob, also da sagt der was Asiate der, was und der Piefke-Poll sagt auch was. Hat der Rechte was. Für ein T-Shirt angehabt? Das hätte ich gern. Okay, 20 Sendung. Uko und ich kommen immer. Ja, bis später. Tschüss. Der geht die Tür zu. Wie ging denn, ja, weil ihr vergessen habt, die Tür an euch zuzumachen vorm Dreh. Ja, mir sofort. Kenn ich immer. Ist aber kenn nicht schlimm. Ich höre halt auch nix. Alter. Man hört hier nix. Ey, ihr müsst lauter machen, ernsthaft. Ja, okay, dann mach jetzt ein bisschen lauter. Ja. So. Es heißt doch, die Mikros kriegen nichts. Doch, also ich denke mal, man kann uns doch vernünftig hören, oder nicht? Einerseits ist die Ansage, dass jeder, der kein Mikro hat, den hört man nicht. Auf der anderen Seite, der Fernseher, der 5 Meter weg steht, den hört man. Das stimmt doch nicht, was ihr sagt. Im besten Fall kennen wir die Sendung eh auswendig, wie das und Intro. Und da ist das Pub-Intro. Yay! Das Ende gefällt mir am besten. Das Pub-Intro. Das fand ich echt super. Chris, war hart zu bauen, oder? Bei dem Ping-Pong-Ding hätte ich eigentlich erwartet, wir nehmen einfach nur ein weißes Xylophon, aber es ist dann doch besser geworden, ja, als ich gedacht habe. Letztlich ist es natürlich Schaumstoff. Aber ja, Edel, kein einziges... Jo. Game One. Zu spät. Ja, so funktioniert ja super hier. Kein einziges Stück Pappe, aber trotzdem gut. Man muss dazu sagen, dass ich die ganze Zeit daneben stand, wirklich mit dem Feuerlöscher und einer Brenndecke, ja, damit, weil die haben das Ding, die haben dieses Styropor-Ding und ich frage sie, ja, wie wollt ihr es denn anzünden? Und dann sagen die, ja, wir tunken es einfach in Feuerzeugbenzin. So, und dann halten wir es über seinen Kopf. Ey, oh, das Halo! Das Faustregel geschaffen, das Feuerzeugbenzin ist von mir. Oh! Ist das eigentlich live gesungen? Natürlich. Ja, klar. Live war es besser übrigens. Bei 40 Minuten hat es gedauert im Tonstudio. Das kann man das ja auch mal dazu Ergebnis sagen. Wir haben eigentlich vorgehabt, eine ganze Musical-Sendung zu machen. Wie es zum Glück so krass in die Hose gegangen wäre. Oh, Achtung! Gott, der Trant in der Mitte. Der Trant in der Mitte, das Beste von allem. Der Trant ist super in der Mitte. Und die Hilo-Katze. Oh.
Übrigens, hey, viele Leute haben gefragt, ob wirklich eine Sendung bei uns ungefähr so entsteht. Also in der Regel muss man sagen, ist es nicht ganz so organisiert. Niemand ist so gut vorbereitet in der echten Redaktionskonferenz. Genau, aber in der Regel ist es schon so, dass wir zusammen sitzen und alle durcheinander reden und irgendeine Sache setzt sich dann durch. Ja, aber wir schwenken uns trotzdem einfach zu jeder Redaktionssitzung. Oh, das ist... Eddie, das ist so bezeichnend. Das ist eine reale Idee von dir gewesen. Das ist so bezeichnend, echt. Ich hab, Scheiß, das ist so gut geworden. Ich habe ehrlich gesagt auch von der Idee nichts gehalten. Und finde, es ist so geil geworden. Es ist Filetstückchen eigentlich neben dem Intro. Aber man sieht's auch. Achtet mal auf Trans. Okay, jetzt ist schon vorbei. Aber achtet mal auf Trans Gesicht, während ich diesen Vorschlag mache, wie unmotiviert und scheiße er es findet. Man sieht's in seinem gesamten Gesicht. Jetzt der Tritt. Ja. Das war übrigens Simons Idee, da Stahltür drauf zu schreiben. Ja. Ich wollte aber das irgendwie Krupp-Stahltür von Gunnar irgendwie, dass wir an ihn denken, aber um die Zeit, das war zu viel verlangt. Um unmöglich Laser hat Nils locker 30 Anläufe gebraucht. Das stimmt. Ist mir wichtig. Und dieser Schuss, ja, und dieser Schuss, wo das Dynamit wegfliegt, da haben wir dreimal den Trant genervt, bis er ihn endlich einbaut. Ja. Ian, was hast du gesagt? Das ist Spaß. Vier Takte wollte ich haben vom Musical. Du hast zwei Takte rausgeschnitten. Der Ian ist... Nein, nein, nein. Jetzt Leute Mühe gegeben. Schick's doch mal um. Der Ian. Ian regt sich sehr auf wegen dem Musical. Ganz gut. Jay, du hast die Explosion gerade zusammengebastelt, ne? War das gut? Nein, nein, die Stimmung ist gleich wieder gut. Notfall. Das war unangenehm. Dann geh ich auch. Bad Shit Insanity. Was hast du dabei gesagt? An Bachelor Insanity, da muss ich immer an dich denken, wie du bei dem Beitrag immer so umgeschaltet hast zwischen ich hasse euch alle und super. Ja, also dazu kann man sagen, der Buddy mag die meisten von diesen Chaos-Drehs nicht so. Ja, aber es ist, glaube ich, ein Dreh, an dem wir alle heute noch denken. Ja, auch fand ich sehr gut, das Radio, und Scheiß, das ist mein Lieblings-Item, noch mehr als Ideen-Ingo und wer ist der andere? Bewährt. Was von Trant natürlich kommt. Ich liebe dich, nichts. Hi Radio, hallo, was machst du? Musik hören. Musik hören. Ja, hier, da kann ich auch noch sagen, dass ich einen Budi am besten finde, wenn er keinen Bock hat. Ja, das ist echt so. Der Budi, wenn er keinen Bock hat, dann kommen die besten Sachen, weil dann schaltet er irgendwann seine weiß ich nicht, Moralvorstellungen aus. Mini-Allüren. Wir werden es aber eh noch bald, glaube ich, in Gänze sehen im Special. Ich hasse euch alle. Sag mal, Ingo, wie ist denn das eigentlich für dich, wenn du den ganzen Scheiß dann fertig siehst und du einfach nur drüber labern musst? Hier behalt es mal. Ja, einfach nur noch drüber labern. Es macht doch nichts, man hört mich doch. Reicht doch. Wie immer. Du hast vermutlich auch die schönste Stimme jetzt hier. Alles ist Audio. Ja. Also wenn ich einfach nur drüber labern musste. Das ist deine echte Stimme. Ja. Man sieht es nicht mal. Das ist ein bisschen schwierig. Herrlich ist das. Herrlich ist das, weil das... Hörst dir doch an! Hörst dir doch einfach an! Parallel zu hören ist. Erzähl mal, in welchen Spielen bist du denn? So als für die Leute, die nicht wissen, in welchen Spielen du was sprichst. Kannst du mal kurz was aufzählen? Du hast doch ein paar. Dead Space fällt mir der erste. Als Synchronsprecher. Der am Anfang gekillt werden, muss man dazu sagen. Was? Trap Dead? Dieses deutsche. Trap Dead? Das kenne ich gar nicht. Ja, doch, da war ich auch. Ja, da war ich auch. Und Need for Speed, Carbon. Welches Auto? Nein, ich bin der Wingman, der allererste Wingman, der dazukommt. Und ich habe Need for Speed, dann habe ich mir auch besorgt deswegen. Und muss leider gestehen, dass ich mir selber beim Spielen habe ich mir selber Tipps gegeben. Und ich musste das nach einer Viertelstunde ausschalten, weil ich mir selber so auf den Sack gegangen bin. Das ist halt... bei Skate bin ich auch noch 1 und 2. Bei Skate. Übrigens, Graf Zahl kommt jetzt, oder war schon? War schon. Shit. Graf Zahl. Mit Gregor Stimme. Schön gebastelt von wem eigentlich? Chris? Danke. Hast du den gebastelt? Aber von Simon. Ja, ich habe den Text nur nachgesprochen. Mit Hannes zusammen. Hannes hilft mir immer sehr viel beim Basteln. Das finde ich super. Also ist auch gut geworden. Soll ich nicht so gut werden, aber ist besser geworden. Als unser Motto soll gar nicht so gut werden. Unser Ursprungsmotto soll gar nicht so gut werden. Ja, das meine ich, deswegen sage ich es ja. Alle Freunde, ich glaub, der Chat ist übrigens abgestürzt, da kommt nichts Neues mehr. Oder die Leute haben einfach aufgehört, was zu schreiben. Nein, die schreiben immer, Game One ist einfach Hammer. Jetzt kommt das Rückwärtsding. Immer nochmal hier. Ey, das war echt anstrengend zu machen. Ja, hier, wie war das, Pudi? Meine Freundin hat ernsthaft gefragt, wie habt ihr denn das gemacht? Und ich so, ja, Simon ist rückwärts gelaufen. Echt? Also, sie meint, das sieht man nicht, dass du rückwärts gelaufen bist.
Ja, wenn man auf Booty achtet, kriegt man es eigentlich mit, finde ich, dass ja. es rückwärts sein ich muss. Das ist das Beste. Ja. Ey, das war so ein Akt, da hochzuspringen. Oh. Chris hat das einen Abend vorher gemacht, gestellt, wie er ist, und ich habe da voll die Probleme gehabt. Und das ist sehr schwer gewesen. Das war echt schwer. Achtet mal drauf, wer kann verstehen, was er sagt? Ich hab war vergessen. Ich hab war vergessen. Das war echt schwer. Wir haben es halt ganz oldschool Trant auf Trants Laptop irgendwie ausprobiert und dann. Das heißt, ich habe was vergessen. Wenn ihr den Stream rückwärts anhört, wird es wahrscheinlich auch wieder heißen, ich habe was vergessen, oder? Du hast es immer noch dir gemerkt. Hey, wir haben es versucht, tatsächlich so rückwärts nachzusprechen, aber es ist, hat nicht hingehauen. Ja. Übrigens, das sind jetzt übrigens japanische Rollenspielfiguren, die Gregor einstuft als nicht überzeichnet. Die sehen doch sehr dezent aus, muss absolut, ich sagen. Die sehen, wenn man einfach mal rausgeht auf die Straße, so sehen die aus. Ich glaube, in der Konferenz habe ich das mit einem schlichten Alter beantwortet. Nee, das war die Schmalzlaberei. Oh, die war schlimm. Hier, Bulli-Parade, großartig. Warum sind es eigentlich nur zwei? Warum ist es eigentlich der Cut gewesen, der falsch war, wo wir es nicht richtig gemacht haben? Weil der viel lustiger war als der, wo wir es richtig gemacht haben, muss ich sagen. Also da musste ich immer am Ende lachen und deshalb habe ich den auch reingenommen. Und für drei hätte ich, glaube ich, noch einen Tag länger am Text schreiben müssen. Wer Gregor redet mit Händen. Lass den mal ausreden. Ja, ich bin Südländer, was erwartest du? Gregor, da kommt und ja. Yeah, Rollenspiel. Ja, gib mir was von die Milliarde. Es gab ja die Folge ist ja seit Dienstag in der App und dann Mittwoch auf PayTV wie immer und Freitag und es gab viele Diskussionen, warum wir normale Spiele reingenommen haben. Wir haben ja selber diskutiert, ob wir normale Spiele reinnehmen. Ach Gott, hören wir auf mit der Diskussion. Coming soon. Haben viele Leute nicht verstanden, Jay. Was? Ja. Ist doch ganz einfach. So, ich bin ja auch der Meinung gewesen, Portal Wombat müssten eigentlich zwei Wombats gewesen sein, die gegeneinander battlen, wegen Mortal Wombat. Ja, dann würde ich sagen, soll das derjenige, der das gesagt hat, soll das selber basteln und hierher schicken. Das gucken wir uns dann mal an. Jay, warum? Ich bin offen für ein Battle, immer. Selber basteln. Ja. Warum kommt das Wombat nicht sofort wieder auf der anderen Seite raus, wenn es reingeht? So. Ja, weil das sonst nicht so spannend geworden wäre. Okay. Jetzt können wir alles erklären, was wir dramaturgisch müssen wir da einfach manchmal die Regeln der Physik außer Kraft setzen, um maximalen Effekt an künstlerischem Wert zu erzielen. Die Kunst rechtfertigt das. Game One. Artistic License. Ja. Was mir gerade auffällt, das müssen wir jetzt 4 Stunden noch machen, ne? Wir sitzen nein, noch weiter. Nein, wir dürfen das 4 Stunden machen. Ich bin gleich weg. Ihr macht es. Ja, wir wechseln gleich durch. Gibt's eigentlich, ich frag mal nur zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, haut das rein in den Facebook-Chat oder über Twitter. Wir gucken. Und unser Community-Mann Mark Töfs ist auch am Start. Ja, der Wolf sitzt auch am Start. Mit Zombies besser. Wir wechseln gleich alle durch hier. So, also wenn ihr Fragen... Hat irgendwer Fragen? Gucken wir mal. Sehr gut war das mit den Zombies. Da saßen wir in dieser Zombie-Konferenz, das haben wir eben auch gehört. Dann meinte irgendwer, alles wird mit Zombies besser. Und dann haben wir so Sachen aufgezählt und dann sagt ihr ein Titten. Und ich meine, Titten ist so ziemlich das Einzige, was mit was Zombies nicht besser ist. Oh nein, Ian, ich weiß nicht, ob ich dir das Mikro noch geben darf. Nein, das war, ich hab gedacht, besser. Simon will, ich hab zu früh geantwortet. Simon meinte, Sachen, die Spiele besser machen. Titten machen Sachen. Ich hab nicht zu Ende. Er sagte dann noch. Das ist so ein Instant Rage Mode, der hier ab und zu allen eingeschaltet wird, um spannend zu halten. Hey. Bei Zombies und bei Essen, ja. Und hier bei Dr. Kawashivas Gehirn hätte ich es eigentlich im Nachhinein viel lustiger gefunden, wenn wir wirklich schon eine Scheißkiste mit dem Gehirn hingestellt hätten. So eine bedruckte Box und du machst sie auf und da drin ist ein Gehirn. Das wäre so lustig gewesen. Aber hey, wir haben ja auch nicht, wir haben ja, muss man sagen, bestimmt, ich sag mal, 10 Ideen gar nicht gemacht. Die sind noch nicht mal hier drin, in dem Sinne, dass wir drüber reden. Oh, die Melone. Oh, okay. Ey, die fand ich die super. Da habe ich mich so drauf gefreut und was es dann geworden ist, aber auch super. So, jetzt, okay, ich bin ruhig, damit wir es genießen können. Richtig okay, gleich. Wir genießen es. Ruhe. Das habe ich so oft probiert und nie durfte ich es machen. Richtig hart in die Luft. Wie hast du dir das? Egal. Auch der Chris, ein sehr guter Zombie. Und in meinem Kopf werde ich jetzt total krass explodiert. Hey. Halt.
Und ich hatte leider kein Dynamit organisieren können. Würde ich ja machen, aber woher verdammt? Das war mein ich muss mal sagen, ich habe auf YouTube habe ich mir ein paar Videos reingezogen und da haben die tatsächlich so einen Böller benutzt und das ist wirklich explodiert. Und ja, Hauke, keiner hätte es von uns gedacht. Hauke hat noch gesagt, er will uns dann eine Melone bei sich zu Hause filmen. Auf den Acker in die Luft jagen und schicken uns dann den Clip. Hat er nicht gemacht. Darauf habe ich gewartet. Ja. Geklappt hat. Ich dachte, wir haben nicht mal eine Melone. Ja. Also ich hätte schon gerne noch eine platzende Melone gesehen. Ja. Super, super abgeklebtes Bier. Naja, man kann es nicht erkennen. Was, da oben? Ja, das sieht doch keiner. Oh nein, wir haben die Faust aus dem Nichts verpasst. Die war super. Eine Fälschung. Wie Ian aussehen kann, wie unterschiedlich. Ja. Das fand ich auch gut. Ist das Becks? Nein, es ist Schmecks. Kommt er wieder. Nein, immer wenn er mit diesem Blick kommt. Ah, okay, er will nur ein Bier überbringen. Bier. So, dann läuft er. Jetzt gib mal ein Bier. Wo sind wir denn in der Sendung? Im Yakuza-Beitrag. Kam schon seit 10 Sekunden kein Gag mehr. Also, das ist der Typ mit der Steinhaut, oder? Trant. Was? Der Typ mit der Steinhaut. Ja. Warum hat er nochmal eine Steinhaut? Ach so, weil er zurückgezogen lebt. Also weil er als Mensch zurückgezogen gelebt hat, hat er als Zombie-Mutation eine Steinhaut entwickelt. Ein Zombie-Virus mit Gefühl, der weiß einfach, nee, du bist mehr so der Steintyp. Dich mache ich zu einem Stein. Okay. Das macht Sinn, auf eine ganz komische Art und Weise. Ja, wie schon. Ja, in Yakuza 4 war eine von den Mädels eine Pornodarstellerin. Keiner hört dich. Ja, bei den Minigames halt vermisst dran, dass du den Zombie aus dem Wasser ziehst, wie ein Fisch. Das kannst du ja bei Yakuza Dead Souls machen. Na, die mit Zombies fischen. Oh, warte, jetzt kommt Lakitu. Ja. Jetzt kommt Lakitu, das aber auch nicht essen. Oh, bevor Lakitu kommt, oder kommt er schon? Ah, da ist er. Da finde ich schade, Trant, wo ist er denn, dass der nicht noch Blutspuren hat. Ja, hier. Ja, ich habe es noch geschrieben. Ah, der Jay hat es nicht gemacht. Jay warum Jay ist nicht? Schuld. Keine Blutspuren. In dem Looper, ey. Ja, nein, Blutspuren müssen da auch schon sein. Ja. Aber er tut mir trotzdem sehr, sehr leid, der Arme. Was ist das für eine Apparatur, das die das der richtig, da am Rücken kriegt, richtig leid tun soll? So ein die Apparatur war... Brett. Super geile Musik übrigens, Trant. Die geht Power, ne? Schnurrbarthaare, auch wenn du keine hast. Ja, das Spiel ist aber irgendwie, wenn man so sieht, macht es auch echt Bock. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe irgendwie Lust. Und fertig. Es ist ja schon so, Ingo, dass wir dir nach und nach so ein bisschen die Arbeit klauen. Das ist dir schon aufgefallen, oder? Ja. Aber das ist... Ach, weißt du, man wird älter, es ist auch okay. Es ist ja, ich bin ja nach so einer Vertonung auch, brauche ich ja erstmal eine Woche Urlaub, die ich dann ja auch habe. Und dann mache ich halt wieder, das reicht auch. Es reicht auch. Vor allen Dingen was man sieht und was man sich reinzieht. Ich brauche erstmal eine Pause da. Ich brauche eine Pause. Ja, wir sind ja auch noch jung. Die ganze Gewalt, all das. Ja, sowas hier. Trinkende Menschen. Warum ist das eigentlich nicht nochmal Gregor? Das hätte eigentlich von der Logik her Gregor sein müssen. Ja. Wie er so dem Rocket Beans Logo hin und her guckt. Jetzt wir haben dran gedacht, aber wir wollten keine schlafenden Hunde wecken. Das ist jetzt so ein zwei Tage. One. Chronologisch, deshalb übergebe ich mal das Mikrofon an die Leute, die hier direkt am Anfang dabei waren. Ja, danke schön. Ja, nein, wir alle. Ja, dann tschüss. Du kommst ja gleich nochmal. Nein. Oh Mann. Ja, willst du dich hier kommen? Wir rutschen jetzt ein bisschen, machen es uns bequemer. Oh, Simon. Endlich all die Leute weg. Ach nee, Werbung. Oh. Ja, bei Werbung sind wir auch nicht zu sehen. Oder? Warte, während der Werbung sind wir zu sehen? Ist eh nicht eingestellt. Ja, sind wir. Sind wir zu sehen? Okay, wir werden jetzt, Ingo wird jetzt den Live-Chat, du wirst einfach vorlesen, was die Leute tippen, ja? Einfach mal so als Spaß, aber mit der richtigen Game-One-Betonung. Okay, geht das? Soll ich dir halten? Oder sollst du mir halten? Ich halte selber, danke. Okay, Achtung, es geht los. Wie hat es mit euch angefangen? Leute, wo ist denn der Nils D? Zockt ihr Minecraft? Ich mag Melonen. 3. Rigma, lol. Ha! Jasper Wedding. Jetzt muss mal jemand runterscrollen. Die Veranstaltung diskutieren. Facebook Datenschutz. Ich lese einfach vor, was hier alles steht. Wie lange setzt ihr euch zum Besprechen bei einer Sendung zusammen? Jetzt. Da! Game One Team. Warum beantwortet ihr unsere Fragen? Nicht. Game One Team. Warum? Game One, hey, warum beantwortet ihr? Ich will ein Kind von euch. Was ist eure Mass Effect 3 Spielzeit bisher? Ich komme aus Polen. Wolf und Chris, knick knack.
Was hab ich, jetzt muss wieder jemand, ich bin ja, ja ich halte ja selber. Achso, das kommt. Es ist ja auch zeitverzögert. Warum heißt Trant Trant? Nein, grüß sowas mal nicht viel. Warum denn nicht? Ich kann nicht mehr vorlesen. Warum so heißt Trant Trant? Warum heißt Trant? Aber da steht sie ja so oft, vor einigen Sekunden. Budimon, Frage, ich finde Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm das beste Beat'em'up, bestimmt ihr mir dazu. Ey, ja. Endlich hat man in der Werbung mal eine Beschäftigung. Haha, ihr seid Götter. Das muss ich nochmal vorlesen. Okay. Ihr seid Götter. Sag mal, Shibi. Ihr seid bescheuert. Kann man bei euch ein Praktikum machen? PS3, X, ihr seid, warum heißt nein, das darf ich nicht vorlesen. Hey Leute, wie findet ihr Mass Effect? Eddie stinkt. Ups. Lest, ja, können wir aufhören. Lest so. Schneller. Dazu oh, danke, Ingo. Das muss ich kurz sagen. Applaus. Ja, Applaus. Das war sehr schön. Dazu muss man sagen, dass du ab und Trant, zu... Trant, ich will ein Kind von dir, Trant. Steht hier. Oh, Trant, sollen wir da vielleicht nochmal nachforschen? Schweizer. Das ist wahrscheinlich das, was wir von Trant am meisten hören werden. Unglaublich. Hey Jungs, wir sind ja tatsächlich wenige von den Leuten, die tatsächlich vor 200 Folgen angefangen haben. Ja. Und tatsächlich scheinen wir noch da zu sein. Aber es war schon ziemlich wahnsinnig, oder? Mhm. Gregson, du hast all deine Haare verloren zum Beispiel. Es ist unglaublich. Ich bin jung und behaart hier angekommen und ich gehe alt und haarlos hier wieder von dann. Wie wir alle. Ich hole mir noch schnell was zu trinken. Und Trant holt sie du was zu trinken. Du sahst am Anfang halt aus wie ein very special Nerd und jetzt siehst du nur noch aus wie ein Nerd. Nein, ich kann war, ja. Nee, Moment, ich kann euch gerne mal zeigen, hier ist meine Fahrkarte. Gregor hatte sehr von damals. Haare. Die kann man sich dann angucken, so sah ich nämlich damals aus. Oh, ob man das jetzt close kriegt, ja. Da kannst du gleich mal 5 Minuten halten. Kannst du mal gucken, ob man es überhaupt close halten. Kriegt oder nicht. Und man sieht, was 6 Jahre Game One dann ausgemacht haben. Ich würde es nicht unbedingt auf Game One schieben. Das ist so. Mein Vater hat noch Haare, aber er hat das, was er verloren hat, sagt er immer, ja, das war wegen früher in der Wehrdienstzeit, der Stahlhelm. Ja, ja, genau, liegt an diesem Stahlhelm, dass du den tragen musstest. Vielleicht liegt es auch an dir, als du Game One angefangen hast. Ja, ich habe ja keinen Ausfall. Ah, lass mir doch wenigstens meine Illusionen. Ja, ja, kann ja. Ich wenigstens sagen, die Arbeit hat mich so gestresst, dass die Haare dann von dann gezogen sind. Aber es war auf jeden Fall ein großer Unterschied. Von damals es zu heute. War ein großer es geht Unterschied. Weiter. Und oh, ganz viele Moin Moin. Game One in 60 Sekunden. Da, schon wieder. Ich weiß nur, dass die erste Vertonung 5 Stunden gedauert hat. Erst? Die allererste Sendung? Ja, die allererste Sendung. Und dass MTV eine. MTV wollte einen Typen haben und geplant war eine Frau. Genau, ganz am Anfang, wir hatten sogar eine Frau ganz am Anfang und dann... Was macht die jetzt, die arme Frau? Wenn in Hollywood. Überlege, wo ich jetzt... Ja, so, okay. Die hat's geschafft. Da, Giros, finde ich auch gut. Oh, Metroid! Schön. Trant hat, glaube ich, 2 Tage alleine dran gesessen und alte Beiträge gesichtet, um diese 60 Sekunden dann zusammenzubauen. Also. Und dazu muss man sagen, das war gar nicht so geplant, sondern der Trant hat privat rumgesessen und hat sich für die Jubiläumsfolge quasi alle Sachen angeguckt und hat das so nebenbei geschnitten. Das war gar nicht so richtig geplant. Ja, wir haben damals zusammengesessen, was können wir für die Best of 2007 oder 2008, eine von beiden gewesen, gedacht, was können wir machen? Und Trant haben uns zusammen überlegt, okay, Game One in 60 Sekunden, mal gucken, wie es aussieht. Und Trant hat sich echt ganz alleine hingepackt und gesichtet und rausgeschnitten. 60 Sekunden in 2 Tagen Arbeit mindestens. Ja, und allein dieses eine Bild mit Bauarbeiten, Lego. Lego-Bauarbeiten auf der A300. Da hat Ian 3 Tage... Das hat mega lang gedauert. Ja, wirklich, und nachts, völlig verzweifelt. Lego, warum ist hier Stroh? Ist noch rausgeflogen, ne? haben wir das schon mal gezeigt irgendwo? Doch, ist auf YouTube. Lego, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ist auf YouTube nur. Durften wir leider nicht. Da. So, Folge 1:50. Auf welcher Folge warst du nochmal dabei? Nein, Far Cry. 19, 20. Die Haare, das ist fürchterlich, oder? Das war Folge, ich glaube, 18 war es. Folge 18, da hast du für mich fürs Gamecube-Special das Boot angestrichen. Das Gummiboot. Dann war es Folge 18. Es war Folge 18. Oh, Far Cry. Aber ich weiß, am Anfang hatte die Produktion noch richtig, richtig Geld, denn in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ich weiß das noch. Ich weiß auch noch, dass wir mal Geld hatten, ja. Dass ihr einen Handheld-Wettbewerb im freien Fall veranstaltet habt. Ja, also nee, das hat nicht viel gekostet, sondern das war umsonst. Natürlich hat das viel gekostet, hör mal auf. Ja, stimmt, Flugzeug, haben wir gekauft. Doubles und die ganze Scheiße halt einfach. Da sind allein 3 Doubles draufgegangen, wir mussten das ja 4-mal drehen. Ach so, ihr die ganzen Versicherungsdinger, alles. Doubles waren günstiger als Fallschirme, ja? Ja, genau. Übrigens, das sind die ersten, naja, nicht die ersten, aber doch die ersten richtigen J-Animationen, wo er so richtig mal längere Sachen gemacht hat, wo auch wieder nur die Hälfte gar nicht drin war. Die Endanimation war im Original 15 Sekunden und hier ist sie 3. Das ist genau. Nur mal so, da hat er auch schon damals für die Cuts
animiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Katze war ja drin, Elefant für die letzte Animation, die gleich kommt, ne? Also ja, ja, damals fanden wir das ja lustig, wenn ganz viele Elefanten aus dem Baum fallen. Ey, wir und hatten, MTV fand das aber nicht lustig. Nee, wir hatten echt gerade noch bei diesen ersten Folgen so unglaublich viele Grundsatzdiskussionen und ich weiß noch, wie wir selber in der Szene, sag ich mal, für diesen Beitrag gelobt wurden, weil da war klar irgendwie, oh, wir können tatsächlich unsere eigene Meinung vertreten. Ich habe mir den nochmal angeguckt, der ist gar nicht so kritisch. Bei dem Spiel, ja, das ist einfach ein scheiß Spiel. Ja klar, logisch. Guck mal, jetzt kommt gleich die Helden. Welche Folge ist denn das? Gregor. Das ist die 15. Ja, achtet mal auf die KI, Leute. Hier, da, jetzt ist der gute Part. Ja, es war eben so ein Hinfühlen zwischen, was können wir an Inhalten vermitteln, was können wir an Animationen machen. Football in die Leiste. Gib dem Mann einen Preis. Im Gegensatz, sehr, sehr viele Animationen übrig, verglichen mit, was war es damals, gute Idee, schlechte Idee für Battlestations Midway. Die haben es dann nicht in die Fertige geschafft. Aber Peter, in der 100. alle verbraten. Ach ja, stimmt ja. Stimmt. Battlestations Pacific. Ja, und selbst die dafür zu schlecht waren, haben wir später nochmal auf DE verbraten. Also bei uns geht nichts verloren. Guck das doch mal an, ey. Super KI. Oh, damals war ich noch Diskussion. Oh, soll man das zeigen, wenn da eine Leiche ist, die lächelt? Also ich finde es erschreckender, finde ich die Farbe deiner Haare hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war wegen der Sonne. Wir waren da so lang. Planten und Blumen. Wir waren so lange in Planten und Blumen. Es sieht genauso aus wie das Gras, was daneben liegt. Von der Farbe her. Dazu muss man sagen, das waren vorher kleine Beete und wir haben da so lange gedreht, bis die alle im Arsch waren danach. Das waren extra abgegrenzte Sachen. Wahrscheinlich die letzte Pflanze seiner Art. Genau. Schön drauf. Das ist echt gemein. Oh. Aber das sind doch, ich meine, das erkennst sogar du als jetzt nicht der absolute Hardcore-Gamer, dass das scheiß Spiele sind, oder? Ich bin ja gar kein Gamer, das ist ja der Witz an der Sache. Aber ich habe durch diese Sendung einfach so viel gesehen und gelernt, dass ich der Meinung bin, wenn ich mich jetzt hinsetze, hätte ich immer noch keine Ahnung. Aber ich wüsste einfach, ob es gut ist oder nicht. Also auch wenn ich es nicht gelöst kriege. Siehst du, den untalentiertesten Inneneinrichter lässt das hier, solche Sachen einfach. Das ist ja, die Texte sind ja nicht weg, die sind ja alle bei mir drin. Oha, das erklärt alles. Du kriegst sie nicht mehr raus, gell? Ich krieg's nicht mehr raus. Hast du von Game On schon mal geträumt? Nein, leider nein. Wir waren nie drin, irgendwie kam Game On nie vor, oder was? Das ist ja traurig. Ich gar nicht. Du schon mehrfach, aber nicht in der Sendung jetzt. Nein. Erschreckenderweise muss ich auch sagen, ich habe das ganz oft, dass ich am nächsten Tag, also am selben Tag eigentlich abends gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gesagt habe. Ja, das sind ja auch alles Floskeln. Das jetzt, Entschuldigung, Gregor, wir wollen jetzt nicht, genau, jetzt kommt nämlich Burnout. Ja, jetzt kommt Burnout Dominator, einmal. Oh, mit meiner Rennjacke, ey. Die habe ich mir gekauft. Einer meiner Lieblingsbeiträge damals, der hat so viel... Warum der die sich gekauft hat, oder? Diese Jacke, guck dir mal diese Jacke an. Cool damals. Und da war ich froh, dass ich den bei Game On benutzen durfte. Was denn, das Mikro ging nicht? Wie sind Mikro wir denn damals nochmal, ich glaube, wir sind da gemeinsam auf die Idee gekommen, dass wir das alles nachbauen in Styropor und dann halt mit diesen Dingern rumkarren, ne? Ja, also mittlerweile sind wir es ja gewohnt, dass wir Zeug nachbauen machen, aber da hat sich so das erste Mal formiert, hey, warum machen wir das nicht mal so nach und so billig. Ey, da war Hauen und Pappe wirklich auf ihrem Höhepunkt, sozusagen. Mein Lieblingsshot ist gleich der Slow-Mo-Crash nach vorne. Ich glaube, der müsste... Kommt er jetzt? Nee, das ist der nächste Einspieler. Das sind Freunde. Jetzt sind genau... Auch großes Lob an Ian für die Regie, für das. Wir haben extra viele Storyboards gemacht. Ja. Und er ist aufs Skates rumgefahren. Moment, die Autos. Ah, da sind sie. Ey, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieser Dreh hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also. Aber wenn ich das sehe, dann denke ich immer, ich hoffe, der kommt auch noch, dieser nachgespielte Mario Kart-Dreh. Nee. Den fand ich persönlicher. Also wenn mich jemand gefragt hätte, welche Beiträge ich gut gefunden, hätte, dann wäre der auf jeden Fall ziemlich weit vorne gewesen, weil ich den sehr mit sehr viel Ambition sehr witzig fand. So. Hier Flo, komm jetzt rüber. Ist hier gerade Florian gekommen, der für lange Zeit verantwortlich war für die Struktur unserer Drehs. Hatten wir das und immer? Gleich eins deiner Meisterschaften. Ah, da! Oh. Hey. Die Styroporteile. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen von den Drehs so. Wie war das denn? Nur die netten Sachen sagen. Ich hab nur nette Sachen. Ja, ich kenn dich. Nee, nur, sag nur die netten. Wie war das denn so mit uns zu drehen? Es war ein Chaos, oder? Ja, es war spaßig, weil wir haben ja immer sehr viel kaputt gemacht auch. Das war manchmal sehr traurig.
Und du bist ja auch der ungekrönte Star unserer nie vollendeten Serie Heimwerken ohne Hose. Kann man vielleicht an der Stelle Davon habe ich noch nie was gehört, nein. Ist ja leider nicht mit drin, muss man sagen, in dem Paket. Warum eigentlich? Nicht? Ja, weil es gab tausend Sachen, die nicht drin. Wir haben so viele gute Sachen tatsächlich, dass eben vieles rausfliegt. Sorry. Ich habe gehört, das ist sogar irgendwie, Gregor hat mir das gezeigt, in Japan, kurz auf irgendeinem Blog gewesen, irgendjemand geschrieben hat, so die Sendung gesehen hat und sagte, irgendwas war, davor war Mario Kart oder so. Davor haben sie, wir haben damals Sonic und der Schwarze Ritter, glaube ich, als erste weltweit in der Sendung gehabt und deshalb ist der Beitrag durch das ganze Netz gegangen und da tatsächlich in einem koreanischen Forum irgendjemand dann so gepostet, Sonic, und sich die Folge angeguckt und runterschreibt, dann, ich habe da gerade irgendwas gesehen mit einem Mann ohne Hose, ich verstehe nicht, was da passiert. Genau. Und dann macht ein Mann ohne Hose einen Gamecube in einen Toaster rein. Ja, genau. Ja, Trant, hier. Ja. So. Oh, kann ich so. Ja. Das ist echte Liebe. So war das immer bei den Drehs auch. Lass uns tauschen, Trant. Ich geh mal aus, Trant. Was soll der denn hier? Ja, jetzt nimm doch mal das Mikro. Achtung, Metroid! Moment! Metroid! Jetzt hast du es vorweggenommen. Mit Zwiebeln. Da sind sie. Legendär. Wir wollten noch. Ach, er rollt ja jetzt auch nochmal durchs Bild, oder? Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Roll. Ja, dann rück mal. Ja. So, wir können rücken. Ah, ja, hier. Da haben wir Kotze angefertigt. Oh, wir haben Kotze angefertigt, genau. Der Budi hat Salz gegessen. Das war auch Gunnars Teampark. So. Simons Ausrasten. Nein, jetzt nicht einfach alles vorlesen, was im Chat gesagt wird. Das ist Quatsch. Das ist rechtlich von Justin Lehmann, den mögen wir eh nicht. Wann kommt was im TV läuft? So. Trant. Ach so, das ist das Ding. Ah, da war die Kotze. Die war sehr lecker. Oder? Das stimmt, die hat gar nicht so schlecht geschmeckt. Ich dachte, das wäre das Theme Park von Pepper, der hat ja mal eins ausgegraben. Theme Park, ja, genau, Pepper. Guck, willst du kurz mal? Nee, willst du? Er hat das auf jeden Fall damals ausgegraben. Ach, schade. Und das war auf diesen, auf dem Dom, auf dem Hamburger Dom. Und hast du beinahe gebrochen oder war das der? Nee, das war später, wo der Ian beinahe gekotzt hat. Nee, für was anderes, für Wildbaut oder so. Er wollte auch nicht mehr mitfahren. Aber wir waren bei The Colossus hier, dieses Holzding. Da war ich mit Budi auch drin. Das war, ja, das ist dieses Drehding. Das war auch sehr, sehr kannensteckt. Ah, jetzt verstehe ich. Pepper war da auch, aber das haben wir nicht eingebaut, weil der Pepper ein sehr schüchterner Mensch ist. Aber wie jung Simon da noch aussah, ja, ich bin rasiert einfach nur. Oh ja, mit Gesalz. Achtung, gleich kommt Salz. Das war schon. Ach, schade. Der verpasst. Nicht aufgepasst. Oh ja, das waren damals, da haben wir, glaube ich, ganz viele kleine DS-Sachen gemacht. Dann kommt das sogar in der Sauna auf. Warum das drin ist, weil da so viel Kleinkram ist. Und weil wir muss sagen, wir haben am Anfang zwar viel gemacht, aber jetzt auch nicht so viel am Anfang, was schon so war, wie man Game On heute kennt. Das heißt, wenn man jetzt für so eine Collection was zusammenstellt, sind es tatsächlich, werden immer mehr. Also man merkt, okay, ab irgendwann Folge 100 haben sie einfach in jeder Sendung versucht, nur noch Quatsch zu machen. Und siehst du, war auch schon damals. Kommt noch It Came From The Desert? Kommt ja, ist auch noch drin. Weil Moment. Die dürfen schon sagen, es war mehr als sonst. Und Budi hat keine Hose an. Warum hält er den Stock hoch? Weil das alles ist, was er hat. Ja. Da sind wir doch in dieses Dorf gefahren, oder? Ja, das war das. Ich erinnere mich, dass ich den Freiluftmuseum am Kiekeberg. Siehst du? Der Gunnar da. Warum das so geworden ist? Da haben wir den Kameramann verloren. Weißt du es noch? Er ist einfach irgendwie 3 Stunden zu spät gekommen, weil er. Hallo, Anni. Ich sollte winken. Stock oder nicht Stock? Den Kameramann verloren, weil der einfach. Ihr müsst mehr ins Mikro reden. Ihr Fernsehprofis. Ja, das weiß ich nicht mehr. Wir waren dreimal, glaube ich. Dreimal waren wir, glaube ich, da. Oder so wie dreimal. SmackDown vs. Raw, das ist mir heute Morgen eingefallen, dass wir das ungefähr viermal gemacht haben. War das mit der Glasflasche? Also mit der Fake-Glasflasche? Mit der Fake-Glasflasche. Oh, hier, da habe ich wie hieß es? Wenn man mit Tieren. Sodomie. Bitte? Es ist nur Sodomie, wenn man euch dabei erwischt. Warum heißt Simon eigentlich Simon? Moment, Achtung, hier ist gleich auch. Ihr müsst ja mehr auf die Bilder achten. Ja. Das war auch ein Beitrag. Muss gut werden. Fand ich, ich habe es nun so gern gespielt. Wirklich so gern, lange vor. Was denn? Nein, ich bin großer Harvest Moon-Fan, muss man echt sagen. Ist ein geiles Spiel, immer wieder. Gunnar Krupp, du bist der Beste. Schön, dich wiederzusehen. Ja, hört doch jetzt mal auf, die Chat-Dinger. Die fühlen sich nur ermuntert, euch noch geiler zu finden. Simon, Kretschmer. Oh, Moment, hier, Achtung. Wir hassen da kommt dich. Das war so widerlich, wenn ihr da gewesen wärt. Hat sehr gemüffelt. Flo, wie war das? Ihr beiden habt ja damals dann die Locations gesucht und geguckt und ihr musstet ja immer auf unsere kreativen Superideen reagieren. War das schlimm? Nein. Das Gute war ja, dass wir immer sofort eine Idee hatten, wo wir es machen können. Es hat
kein Aufwand bedeutet und wir hatten eigentlich immer um 15 Uhr Feierabend. Ja, ne? Und das habe ich auch sehr genossen, weil... Ey, Flo, jetzt mal ernsthaft, wenn wir einen Solid Snake nachstellen wollen, dann geht es nicht ohne purpurnes Stirnband. Ja, da genau, brauchen wir es gar nicht machen. Wirklich Solid Snake ohne Stirnband und dann sich aufregen. Also, oh, das war nur ein Detail. Ich habe euch den Unsichtbarkeitsanzug gebracht. Habt ihr schon vergessen? Ja, der war okay. Schon ziemlich geil, ne? Der war ziemlich gut, ja. Oh. So, nun ist hier Ruhe. Das guckt nicht, guck. Das Schaf, ein voll... Das arme Schaf. Oh ja, hier. Gregor ist nicht da. Ian, sag was, komm. Oh ja, Ian. Bonkoppert, wir haben im Supermarkt geschrottet. Das war sehr gefährlich. Simon ist total wahnsinnig rumgerannt. Er hat mindestens 4 Leute dabei fast getötet. Sehr gute Kampfchoreografie, Vertigo-Effekt, sehr schön. Das war hart. Wisst ihr noch, die Frau, die gedacht hat, dein Gehirn ist das? Ja, das war echt, wir haben es an dem Drehtag kurz vorher noch geübt und da hat Simon mir original ein blaues Auge gehauen, wurde übergeschminkt, aber das, nur aus Versehen. Boah, wie athletisch du rüberkommst, Simon. Den haben wir bestimmt 10-mal gemacht. Weil überhaupt nicht unangenehm. Gregor war einfach nicht zufrieden. Was willst du? Da kommt die Augenbraue, ja, da. Oh nein, Uke hat beinahe die Augenbraue weggeschmiert. Hier, Fassa, hey. The people. Ja, so, ja, jetzt kommen wieder die... Das ist das Viva-Symbol. Das haben wir sehr gut vorbereitet früher. Wollen wir ein wenig miteinander reden? Ja, können wir machen, ne? Ja. Medienkonsum. Eigentlich ist es krass, ne? 5 Jahre, 200 Folgen und wir haben die ganze Zeit nur Medien konsumiert, ohne Ende. Gezockt ohne Ende und so reden ist ja eigentlich gar nicht mehr so unseres. Trant, was sagst du dazu? Reden war doch nie Trants Ding. Nein, jetzt will ich nicht. Nein, jetzt will ich nicht. Ja, nach so einer Scheiß-Einleitung würde ich auch nicht wollen. Trant, was sagst du dazu? Ja, das ist doof. Sag du doch mal was. Trant, was sagt eigentlich Trant, Flo? Trant sagt immer, echt jetzt? Oh. Aber dann macht das doch, genauso wie Pepper, der auch immer gemeckert hat, aber es dann doch gemacht hat, weil er so ein großes Herz hat. Ich halte jetzt einfach. Ja, oder sag ich doch, du verwechselst, ja, stimmt. Death Valley, eine Serie, die wir alle verfolgt haben. Ja, okay, machen wir halt Community-Gedöns. Simon, was sagen Sie denn? Wenn du mal früher mit heute vergleichst, The Game One Way of Drehen, wie würdest du das mal schreiben? Schlimmer, es hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Wir sind im Blue und im Green besser geworden, aber ansonsten, wenn man das so sieht, wir haben auch am Anfang Autos gebaut, halt nur aus Styropor und nicht aus Pappe, weil Styropor wahrscheinlich ist zu teuer. Deswegen ist es Pappe. Deswegen heißen wir Hauen und Pappe und nicht Hauen und Styropor. Da würdest du sagen, Hauen wir haben mehr Aufwand früher betrieben, ja, ne? Nein, wir haben nicht mehr Aufwand betrieben. Denk nur an die 200. Okay, ja. Oder an den Piloten. Oder an. Oder an jedes Video, was du schneidest. Mhm. Ja, Flo, komm, sag doch noch was. Du hast jetzt lange nicht mehr. Guckst du die Sendung noch? Ne, ehrlich. Kannst auch sagen, nee. Also ich guck sie online. Ich sag einfach nichts. Aber du guckst sie wirklich noch? Ich guck sie wirklich noch, natürlich. Echt? Das ist aber nett. Das hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht, weil man kommt dann, man wächst da ja so raus. Ach was, wächst man da raus, man wächst da nie raus. Solltest du auch Simon schlagen? Habe ich auch eben schon angedeutet einmal. Das finde ich gemein. Wenn ihr das jetzt einfach den ganzen Abend macht, dann Mach das nochmal. Einmal ist es witzig, danach ist es eine Wiederholung. Kann ich mal eine Frage vorlesen? Seid ihr alles noch Jungfrauen? Ich muss nochmal, genau. Tschüss. Dann setze ich mich jetzt in die Mitte. Ian, willst du mit rauf? Werbung und danach, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was jetzt gleich kommt. Das weiß man nicht. Labert doch nicht rum. Ja, genau. Ja, ein Live-Beef ist aktuell schwer möglich. Für wer hat das gefragt? Ist schon, hier, schon weg. Lies das mal vor. Ja, Buddy, du bist fett geworden. Danke, Nico. Danke. Oh, hier. Ja, hätte ich. Stell mal mein Wasser. Oh runter. Gott, Tomb Raider, ganz schlimmer. Ah, guck mal, das sieht ja geil ganz aus. Ganz schlimmes Ding. Achso, das ist schon wieder die Sendung der Werbung. Das war auch so ein, das war wirklich im Schnitt, kann man ja jetzt auch sagen, die Cutter sind gerade noch nicht hier am Start oder sie trauen sich nicht davor. Das war wirklich ein Affentanz mit den Cuttern, immer verschiedene Splitscreens zu machen. Die haben den Unterschied am Anfang überhaupt noch nicht gereilt. Die haben nicht gewusst, was ist denn jetzt da der Unterschied, außer okay, es sieht besser aus. Haben wir da nicht auch von Codemasters Ärger bekommen, weil wir alle Tode hintereinander geschnitten haben? Oder war das ein anderes? Nee, ich glaube, das war das. Oh, guck mal, da konnte Simon sich noch bewegen. Alter, ich weiß nicht mehr. Schlank und rank. Ja, ist das schlecht? Das war Naruto-Style. Du sagst gar nichts. Hier. Ich hab doch was gesagt. Aber man hat es nicht gehört. Das war Naruto-Style. Okay. Ja, okay. Das waren die schlimmsten Sachen. Diese redaktionellen O-Töne, die irgendwie vorgeskriptet waren, dann sitzt man da. Die waren überhaupt nicht vorgeskriptet. Ich wollte gerade sagen, da haben wir noch mehr Informationen gebracht.
Ne? Und du magst das ja nicht. Ja, nee, wir hatten ja jetzt keine Ahnung, im Sommer einen Versuch, wo wir die Talkrunde versucht haben zu etablieren, weil das dann halt authentischer ist anstatt. Ach, hier mit den Wölfen. Gegen Infos ist ja keine. Da waren wir im Wolfs. Irgendwas war Park. Nee, da ging es schief. Wir durften nur nicht da rein. Ja, und wir durften nicht da rein, weil die Wölfe dann doch zu gefährlich sind. Ja. Die haben uns, glaube ich, erst. Trotzdem reingegangen. Ja, wir sind trotzdem. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, wir durften da nicht rein, weil die Wölfe zu gefährlich sind. Da ist doch Simon am Ende noch auf dieses komische Mammut gegangen. Das kommt gleich, glaube ich, noch. Ich glaube, das Highlight dieses Beitrags ist, sind die Verkleidungen. Die kommen, glaube ich, gleich. Ach, scheiße, da bin ich ja auch drin. Ja, ne? Und Gregor mit Haaren. Da müsst ihr gleich mal gucken. Ob, wie Haare Gregor hat. Ja? Wie Haare. Scheiße. Aber ich fand den Beitrag gut. Wie gesagt, viele Infos und das war halt so ein bisschen das, ne, da hatten wir noch ein bisschen mehr Zeit damals. Da hatten wir ja 24 Minuten Folgen. Ne? Da konnten wir auch noch ein bisschen mehr erzählen. Findest du nicht? Ey, aber na, wie sagt man das jetzt am besten? Also 24 Minuten so voll machen, wie wir es heute machen, wird schwer. Ey, ganz einfach, weil wir dann damals immer ganz gerne mal. Ey, auch heute sind es noch Billo-Sachen, aber damals haben wir noch billigere Sachen gemacht, die noch schneller zu drehen waren. Ey, und wir haben länger gebraucht. Wir haben 2 Drehtage gehabt. Ja, keine Ahnung. Stell dir vor, du drehst irgendein Späßchen oder so, dann machst du halt mal 3 Späßchen aus einer Location, weißt du, wie ich meine? Ja, komm, 3-mal green, blonde Perücke, schwarze Perücke, fertig. Und fertig ist der Beitrag. Machen wir ja eigentlich heute nicht mehr so. Geht, ne? Also eine Zeit lang haben wir ziemlich viel hier oben aus dem Büro gedreht. Also. Ja. Nee, ich glaube einfach 24 Minuten voll kriegen, das wird uns heute schwerer fallen als damals. Ich guck mal, was die Community zu sagen hat. Warte. Ich will jetzt. Oh, go! Mario. Mario, nee, das war Mario. Gregor. Gregson, Mario. Ey, war schon die Szene mit dem Versionsvergleich? Ja. Den hatte ich alles gespielt. Oh, schade. Zweimal eingespielt. Und exakt gleich eingespielt. Das war eine Arbeit von 2 Stunden, ey. Und MTV hat dieses Umgeschneide zwischen den ganzen Praktikanten gehasst. Die wollten das nämlich nicht haben. Ja, die haben ja alles gehasst, was so Praktikanten waren. Ja. Warum auch immer. Der Uke, ne? Ja. Der hat diese Sachen einfach nur eingeschnitten. Da hat er uns am Ende der Moderation einfach nochmal genervt und hat die dann alles benutzt. Cool. Das war Ian so klar, dass er das macht, ne, Simon? Ja. Nein, nix. Phaseron! Phaseron! Oh, geil. Ja, aber darüber, das ist ja. Da darf man ja nicht drüber reden. Ja, aber ich meine, das war schon geil, das damals gespielt zu haben und dabei gewesen zu sein. Weil jetzt Tim Schäfer, vielleicht wird das neue Spiel von ihm ja auch Phaseron. Es ist ja nicht ganz sicher. Ich meine, die sagen zwar Adventure, aber es kann ja auch ein ganz großer Hoax sein, dass es in Wirklichkeit Phaseron wird. Aber nicht jeder kommt hier in diesen Club hinein, um wiedergeboren zu werden. Und zwar in der Vergangenheit, um das Spiel zu spielen. Das ist ja immer das Problem bei Phaseron. Es ist immer das Problem bei Phaseron. Es ist immer das Problem, auf jeden Fall. Da, Peter Molyneux. Ist jetzt nicht mehr, ist auch nicht mehr bei Microsoft, wird wahrscheinlich jetzt auch im Phaseron-Team von Tim Schäfer dabei sein. Ja, aber war ja von Anfang an. War ja von Anfang an dabei. So, jetzt kommen Stuntman Ignition. Oh Mann, Bro. Was ist mit deine Schulter? Hier, Stuntman Ignition. Das war ein Beitrag von Trant. Was, echt? Entschuldigung, wie es sich geht. Doch, das war unser Aufmerksamkeit. Wer redet? Ja. Trant, erzähl, das war dein Ding, Baby. Ich weiß gar nicht, wir wollten eigentlich nur die Stunts auf dem Spiel nachmachen, ohne Sinn und Verstand, oder? Und dann sind wir dann auf den Spielplatz gegangen mit unserem super Equipment wie Ketka und Papp-LKW. 5 Uhr morgens. Stimmt. Das hast du gebastelt, ne? Ein paar Sachen. Ich habe den Papp-LKW gebastelt, ja. Der war geil. Mit dem Hänger, ne? Oh, ganz groß mit Bart. Ja. Ey, das war auch der erste Dreh, wo wir gemerkt haben, dass ein Schnurrbart richtig viel rausholt. Ja, das war Geile der Begann, ist Beginn unserer Bart. Diese gelbe Lederjacke mit diese Jacke da, diese gelbe Jacke vom Simon, müsst ihr mal gucken, wer noch Giga, die gibt's schon seit Giga-Zeiten, wird die benutzt für Drehs, weil sie für, an irgendwas erinnert. Ich hab die Kilbel, genau. Kilbel, ich hab sie, ja, weil sie hart ist und männlich und ich hab sie gekauft, damals für 300 Tacken, weil ich sie cool fand. Ja, das war so ein, das ist so ein dummer Kauf, ich hab die nie getragen, weil die mir auch zu peinlich war. Aber als ich sie gekauft habe, dachte ich, geil, der einzige Mensch, der sich eine gelbe Lederjacke kauft. Ja. Eine gelbe Lederjacke. Irgendwo stirbt ein kleines Leder-Einhorn.
Die Ledereinhörner. Man sieht sie nicht mehr oft heutzutage. Das warum? Auf GameOne.de gibt es ja nochmal eine super extended Version von dem ganzen Drehtag und von all dem Spökus, den wir gemacht haben. Also das ist ja selten. Ja, Fahrzeug kaputt! Fahrzeug wieder ein! Aber, ey, ernsthaft, wir haben da bestimmt 6-7 Stunden auf diesem Spielplatz verbracht. Und der Ian hat sich, weil er als Kameramann mit Rollerblades unterwegs war, eine echte Verletzung zugezogen, leider. Er ist ein bisschen umgeknickt. Ja, bis heute noch. Und die Nachbarn haben alle gefragt, wieso wir so rumgestehen haben. Die haben auch Polizei geholt. Und so. Das ist aber, das erwähnen wir mittlerweile gar nicht mehr, aber das passiert ja ständig. Wir haben einen eigenen Polizeicode mittlerweile. Game One Produktion. Krasser Stunt. Ein Teufelskerl. Oh, wow. Ja, Acting at its best. Nee, ich war nicht mal dabei. hier war noch ein. Ey, Budi, kannst du dir so ein Schnurrbart in echt wachsen lassen? Nein, leider nicht. Nein, hat er versucht. Ey, es wäre also, so super. Ich versuche, mein Bartwuchs ist. Nee, ich glaub, den können wir da nicht ranpacken. Ey, hast du nochmal dein Stromkabel hierfür? Ja, in meiner Tasche ganz links. Das warum sage ich das ins Mikrofon? Werbung, ne? Es gibt keine Werbung bei diesem Stream, du Opfer. Ja. Hör auf jetzt. Ey, das hat wirklich Spaß gemacht, mit diesen ganzen Dingern da rumzufahren. Oh. Das hat mega Spaß gemacht. Und Simon meinte dann, real, das ist echt. So geht das. Ja. Das war nicht geplant, sondern ey, das ist ja, ich wollte es dir zeigen. Oh, Uke. Das ist meine Jacke, die hast du mitgenommen. Du hast gesagt, wir brauchen eine Jacke. Und dann bist du hingefallen. Weißt du, was du gesagt hast in dieser Szene? War ja zum Glück nicht meine. Uke, willst du hierbleiben? Mein Füllhorn hast du auch gestottet. Mein Abschlussball. Hallo, was wollt ihr von mir? 1000 Mark hat das gekostet. Einmal im Unterwasser. Alter, drehen, du nimmst. Ian, merkst du, die Unsinnigkeit? Ein 1000 Mark Jackett nimmt man doch nicht für ein Unterwasser Game One Dreh. Ich habe euch das geliehen. Ihr braucht das. Ja. Ich hoffe, sie streiten sich gleich noch mehr. Das war toll, das war meine zweite Sendung. Das war die zweite Sendung, wo ich dabei war. Warst du da auch beim Spielplatz dabei? Was? Ja, da war ich auch mit dabei. Ja, okay. Da habe ich um die Ecke gewohnt. Das war hier in Munzburg. Das weiß ich noch, wie Flo den gesucht hat und wie wir da rumgedödelt haben. Das waren noch Zeiten. Ne? Ja, das waren noch Zeiten. Da waren wir alle noch jünger. Fast einen ganzen Scheißtag haben wir da gedreht. Ja. Beiträge länger damals? Ja, klar. Wie lange sind das jetzt? Nee, der ist 3,5-4 Minuten lang, oder? Was? Der ist mindestens 5. Nein. Der war mega lang. Meinst du? Ja, ja. Kann man sie wohl nachgucken? Guck mal, Jedici. Ich finde dieses kleine Megafon super. Ich finde das kleine Megafon super. Kleine Gegenstände sind immer lustiger als echte Gegenstände. Ja. Entweder zu klein oder zu groß. Hauptsache. Riesentelefone sind immer ein Brüller. Ey, das war der allerschlechteste. Lava. Das sollte Lava sein? Was ist Lava? Das siehst du doch. Rotes Lava-Fluss. Ach ja, rotes. Ja, das sieht man doch. Du musst das mal. Mikro da. Was, ich hab doch gar nichts gesagt. Voll schlecht gemacht. Was? Ihr müsst. Okay, du musst jetzt Mikro den Leuten. Er hat doch nichts gesagt. Nein, wer was sagt? Ich will gar nichts mehr sagen. Nee, komm, hier nimm du. Ich will auch nichts. Ich sag jetzt gleich was. Da seid ihr hier ja richtig. Wir feiern 5 Jahre Fernsehen, aber keiner weiß, wie das mit diesen Knüppeln hier funktioniert. Ey, was bist du aggro dran? Was? Du bist immer so aggro. Alle reden und du sitzt so da. Ganz ehrlich, ich verrate gleich allen, warum du Trant heißt, wenn das so weitergeht. Ja! Ja. Du weißt es doch gar nicht. Natürlich weiß ich das, hast du mir mal erzählt. Du weißt es nicht. Du hast es mir mal erzählt. Nee, hör auf. Das darfst du nicht sagen. Ja, wir wissen es alle. Nein, Trant. Geh jetzt nicht, guck mal, da kommt jetzt Bioshock. Nein, Trant. Guck mal, der Unterwasserdreh. Komm jetzt tolle Sachen. Oh Gott, jetzt habe ich ihn verschont. Wolf, Marilyn Mans Musik. Es war, ich habe da Marilyn Mans benutzt. Ja. Ja, halt ihm das kaputte Mikro hin. Welches ist das kaputt? Oh, danke. Ich tausche das hier mal gegen das Mikro. Ich muss kurz beim Bier halten. Ja, okay, Wolf, willst du mal? Ich stelle jetzt dumme Fragen. Oder willst du mal? Nee? Ich muss gleich wieder nach dem Chat. So, dann frage ich einfach Sachen, weil ich war ja da noch nicht dabei, da kann ich nichts zu sagen. Ist das Bioshock? Da kann ich was Lustiges zu erzählen. Ich habe immer mit Basti geschnitten, der leider gerade nicht da ist. Was? Mein Mikro geht nicht. Ein Blick in die Regie. Unkenntnis auf dreierlei Arten. Oh, wo habt ihr das denn gemacht? Die Glatze in so einem. In einem Aquarium? Ja. Das nein, ich würde. Oh. Wie hieß es? Verdammt, das gibt's hier. Warte, nee. Wir sehen gerade. Das war nicht bei Hagenbeck. Das war Hagenbeck, der Wasserpark, genau. Ja, sind wir da nicht? Achso, ich dachte, wir wären da voll weit noch wieder im Sand. Ja, das heißt, ich weiß nicht, Sea Life, wie heißt das? Sea Life, Sea World? Hagenbeck hat auch irgendwie sowas. Ja, aber da gibt's diesen Tunnel nicht, oder doch? Bist du sicher? Ja, ich weiß. Aber dann waren wir. Wo waren wir? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es Timmendorfer Strand war hier in Hamburg. Sind wir rausgefahren oder nicht? Das ist doch einfach Lügen. Früher sind wir doch für solche Sachen. Hab ich doch gerade gemacht schon. Ja, früher sind wir noch weggefahren. Wir fahren noch heute noch für 5 Sekunden Dreh in eine halbe Stunde.
Snowdome. Ja, früher, weißt du noch, als wir nach Uelzen gefahren sind, für nur ein paar Aufsagen. Aber jetzt ganz kurz, jetzt kommt hier gerade, jetzt kommen unsere ersten... Blue Dragon. Halt mal kurz die Klappe. Was? Nein, könnt ihr auch gerne. Ich wollte nur sagen, jetzt kommen unsere ersten Bluescreen-Versuche. Ja, ja, das waren die ersten, wo wir mit Tracking was versucht haben. Da warst du unter Wasser, guck, wie krass das ist. Da haben wir jede einzelne Blase, habe ich eigens selber animiert. Ja, genau, es sind nämlich keine echten Blasen. Wir haben Simon an so ein paar Fäden, haben wir den in so einen Raum gehängt. Und dann mussten wir die ganzen Blasen darüber animieren, das war ganz schön aufwendig. Aber wie habt ihr das gemacht? Das war ein Green unter Wasser, oder? Wir haben ein Green unter Wasser, es war ein Yellow eigentlich, es war kein richtiger Green, wir hatten halt eine richtige Farbe gesucht. Wir haben aber auch erst da gemerkt, dass der Green oder was wir da als Farbe hatten, unter Wasser ein bisschen anders aussieht, als wir es gedacht haben. Und jetzt kommt gleich noch eine. Und das Lustige dazu ist, der Basti, ja, der Cutter damals, den hat immer genervt, dass ich mit 2 Stunden Material in den Schnitt kam. Und dann habe ich den Beitrag habe ich selbst geschnitten und kam original, glaube ich, mit 11 Minuten in den Schnitt für 8. Und dann hat er voll gemeckert und war pisst auf mich, meinte, ja, das kann nicht sein, dass du meine Arbeit machst, ne? Und weißt du, zu kurz war das schlecht, zu lang war schlecht, immer meckern, meckern. Nie richtig mal die verdammten Cutter. Warum ist der Basti jetzt nicht da? Ich würde ihm das gerne jetzt mal fragen. Ruf mal an. Ja, da kommt er zu spät dann. Ruf mal ihn kurz an. Wir sind ja live. Das weiß er natürlich nicht. Ruf ihn mal an. Wahrscheinlich wird er sagen, ja, das, was der da abgeliefert hat, war tonmäßig ja unter aller Sau. Das musste ich ja noch irgendwie einen Tag lang machen. Genau. Ruf ihn an und frag ihn. Ich hab's nicht verstanden. Irgendwo Tim hat mir gerade ein SMS geschrieben mit der A, da ist also Kacke drin. Wo ist was drin? Tim, hast du wieder an dem Klebstoff geschnüffelt? Oh, hier, passend zum Kubrick-Podcast auf GameOne.de. Wir rufen ihn den da echt extra für GameOne... Geht nicht ran. Wie geil, Bioshock. Bioshock ist wirklich immer noch... Also hallo, Basti. Noch du sag mal, wo bist denn du? Kommst du noch hierher? Ach so, nee. Warum nicht? Ich hab doch mein Kind. Ah, okay. Du sag mal, erinnerst du dich noch an den Schnitt mit Bioshock? Ja. Bioshock 1, ne? War ganz schön schlecht, was Simon da zusammengeschnitten hat, ne? Der weiß es ja eh nicht mehr. Der kann sich ja nichts erinnern. Ich bin doch jetzt on air, oder wie? Nein. Sag ruhig alles, was du denkst. Simon ist der Größte und es ist immer eine Freude. Okay, toll. Ja, nee, wir kriegen keine authentische Meinung mehr. Er hat was gegen dich in der Hand, ne? Ich weiß, hat er bei uns allen, Simon. Gut, okay. Du, ja, dann hau rein, ne? Und wir sehen uns. Ich wünsche euch viel Spaß hier. Danke, tschüss. Tschüss, Basti. Tschüss. Das war Basti. Total geil. Einer unserer Stammkotter, oder? Von Anfang an fast dabei. Statter. Stammkacker. Stadt. Ich hab aus Cutter. Egal. Das war richtig ja. lustig. Alles, was mit Kacke ist, ist immer irgendwie lustig. Hauen und Kacke. Ich versuche mal in das Ding zu sprechen. Tim kommt aber so langsam, dass der hier. Hier, guck, ich rede immer in das Mikro. Tim, komm, schleich dich doch mal her. Du bist doch als Redakteur, der jetzt aktuell bei uns ist, kannst du ja vielleicht was sagen, wie du die Beiträge von damals mal siehst. Man versteht zwar nicht viel jetzt hier, aber du kannst ja trotzdem mal reingucken. Tim, wie siehst du das? Erstmal, ich muss für den Johansen, muss ich dir einmal sagen, der wollte das explizit, dass du bitte Gunnar einmal küssen sollst. Er hat nämlich gesagt, ich traue mich das nicht vor der Kamera zu sagen. Finde ich auch wichtig. Also, dann bitte. Ja, bitte, kurz. Um Gottes Willen. Gunnar, also, wir haben uns auch schon geküsst. Das wäre das erste Mal, dass ich das mache, was Johansen mir sagt. Das kann ich jetzt nicht einführen, weil dann passiert ja sonst noch was. Der wird ja völlig übermütig. Ich will, dass du ihn nicht küsst. Johannes will, dass du ihn nicht küsst. Wow, bin total verwirrt. So, aber nochmal zurück zum Tim-Thema. Tim, guck mal, du siehst jetzt da einen Beitrag. Hast du auch schon mal so einen guten Beitrag gemacht? Ich hab schon grandiose Beiträge gemacht. Ja, hast du. Was ist dein Lieblingsbeitrag, den du gemacht hast? Child of Eden. Ja, der war fantastisch. Ja, das die negative Antwort. Das war ein ganz großes Ding. Nein, ich hab mich sehr darüber gefreut. In Child of Eden, zieh dir los. Wie geht's weiter? Ich weiß nicht. Da war rigoros. Ich möchte dazu nur einmal sagen, ich habe die Texte selber geschrieben, ich habe die Musik selber geschnitten. Das glaubt dir jeder. Ist so. Ja, das glaubt dir jeder. Ich sag's ja, ich bestätige es. Weil du so ein ehrliches Gesicht hast. Ja, und weil die Texte halt auch einfach nicht. Red einfach. Ich bin ja großer Stand-Up-Künstler. Oh, nach dem Game One Special kommt Chris Angel Mindfreak. Dann machen wir aber weiter, okay? Also in 4 Stunden dann. Die machen jetzt Werbung für was in 4 Stunden kommt. Und wir machen gleich weiter. Eigentlich, Tim wollte was sagen eigentlich, oder? Ja. Was jetzt ist gerade Werbung. Oder steht, ich soll immer winken.
Jetzt hört auf, euch an diesem Chat da festzuzetten. Jetzt ist gerade Werbung, da könnten wir jetzt ja überlegen, nein. Die VOG-WM läuft gerade live, ne? Und wir umschalten. Die erste Staffel von OC California war gar nicht so beschissen. Tatsächlich sogar die ersten drei habe ich auf DVD. Kann man ja an der Stelle ruhig mal zugeben. Tatsächlich, OC California, nicht so schlecht. Ingo, magst du noch mal ganz kurz den Chat vorlesen? Aber nur die guten Sachen. Aber nur die guten Sachen. Ja. Warum heißt Trant Trant? Macht mal ausgegraben wieder, das wird dann wohl cool. Was macht ihr dann mit Gothic 1 oder 2? Gothic 1 oder 2? Das war ein geiles Game. Ich fang gerade an, es wieder an zu zocken. Aha. Gute Xbox-Horrorspiele. Ich habe Bioshock, Dead Space und Prey, obwohl es nicht wirklich Horror ist. Danke. El Super Timbo, ich wink nochmal durch. El Mikro geht nicht. Ein Mikro geht nicht. El Mikro, wer ist das? Macht mal ausgegraben wieder. Das fand ich voll cool. Habe ich gerade. Nein, gut, das fand ich gut. Kannst du es nochmal machen? Bitte das mit dem L, macht nochmal. Da war am Ende, war das nicht so gut. Versuch aufs Bild zu achten. Jetzt noch ein Onkel. Was? Wer ist Simon? Aha, bitte holt Wolf ins Bild. Hey, Gig. Wer ist Simon? Okay, mit euch kann man diese Spiele nicht machen. Was ist euer Lieblings-RPG? Was ist denn verdammt nochmal euer Lieblings-RPG? Vor 3 Minuten hat das... Macht ihr mal ein MW3? Wann unser kollektives Lieblings-RPG ist Planescape Torment. Simon, haben wir so abgestimmt, sagen alle in der Redaktion. Was ist der Sinn des Lebens? Oh, das ist...